Herzlich willkommen zurück bei Explosive TV mit der WTCC-Meisterschaft von BOS und HW. Ja, ihr seht schon, die Einführungsrunde hat begonnen zum zweiten Rennen hier im sechsten Lauf der Meisterschaft in Simmons Plain. Oder wie das Ganze? Plains? Simmons Plains? Raceway? Wird so ausgesprochen, ich weiß nicht, in Australien, in Down Under quasi. Ja, Dennis, vielleicht magst du mal eben was zur Aufstellung sagen. Richtig, die Aufstellung wurde jetzt verändert von Platz 1 bis 8. Also Lukas Möllmann führt das Feld jetzt an, gefolgt von RW Motorschaden. Dann Babbo auf der 3, auf der 4 Scooter One, auf der 5 Pincone, auf der 6 Serrano, auf der 7 Mad Mixer, auf der 8 Degen, auf der 9, das sehe ich jetzt noch nicht, wer das ist, ist noch kein Name drüber. Ich kann zwar 9, Foxfire. Kannst ja Onboard fahren. Foxfire, genau. So, 9 Foxfire, 10 Nero, ich glaube dahinter hat sich das dann nicht mehr geändert. 11, dann Mad, Fuga, Executioner. Degen, Lothar, ja, ab Position so 8 genau. Ist also dann sowieso ab Position 8 ist dann sowieso, beziehungsweise der 9. Platz ist schon der so halt in Rennen 1 ins Ziel gekommen ist. Genau, so, wir warten jetzt noch auf die Startampel. Stehender Start? Genau, ich bitte den Matze zu entschuldigen, der hat Internetprobleme, genauso wie ich, allerdings fliegt er ganz aus dem Internet raus. Ich habe das Glück, ich habe nur eine schlechte Leitung. So, wir konzentrieren uns auf den Start. Genau. So, die Ampeln gehen an. Und der Start ist erfolgt, Babbo kommt sehr schlecht weg. Mad Max da, sehr guten Start. Also damit, das was wir gerade gesagt haben, die BMWs sind einfach im Vorteil. Oh, Degen gegen Pincone. Hartes Duell, irgendwo knallt hier. Wow, wow, wow. Hier knallt es auf jeden Fall heftig. Dengel, Dengel. Ja, also mehr los als im Rennen 1. Speedlink steht hier, wurde irgendwie rausgeschoben. Natürlich keine schöne Sache. Lukas Möllmann muss sich jetzt hier direkt verteidigen schon gegen die Fahrer, die dahinter sind. Wie zum Beispiel RW Motorschaden. Ja, aber wir haben es gesehen, wie viele Plätze Babbo da verloren hat beim Start. Da sind die BMWs gnadenlos vorbeigerauscht. Aber gut, es war auch wirklich ein schlechter Start von Babbo. Das kam noch hinzu. Und wie gesagt, sehr viel Lackaustausch. Einer hat da auch gerade den Notausgang noch genommen. Lukas. Aber kann er jetzt nicht viel ausrichten in dieser Kurve. Oh, Scooter One drückt da von hinten. Ah, verbremst er sich. Also schon hier ist Bronze gegen Foxfire. Ein Volvo neben der Strecke, das war Matt. Also hier jetzt irgendwie Onboard mitzufahren, da kann man mal sehen, wie eng das ist. Da muss man wahnsinnig aufpassen, gerade hier in dieser Haarnadelkurve beim Anbremsen. Da sind so viele vor einem, da muss man, glaube ich, einen Kilometer vorher schon grob übertrieben bremsen. Ja, auf jeden Fall, wenn... Damit man da niemanden auffährt. Entsteht ja dieser Ziehharmonika-Effekt, man muss immer früher dann als wie sonst. Richtig. Scooter One konnte sogar, glaube ich, einen Platz da gut machen, ist jetzt Zweiter. Ansonsten, wen sehe ich da noch? Muss ich mal schauen, schwer zu erkennen. Bin Conan dabei. Oh, Bin Conan. Oder verbremst er sich. Ja, da hat er sich verbremst. Also da standen die Reifen quer, da hat er einmal losgelassen und hat dann trotzdem nicht mehr gereicht. Denn die Wagen haben natürlich kein ABS, das heißt, die blockieren sofort und lenken ist dann nicht mehr. Da wollte er gerade noch die Bremse lösen, aber dann war es zu spät, ist dann da drauf gefahren und jetzt haben wir hier ihn im Duell mit Bonze. Das ist auch eine ganz heikle Kurve hier, wenn man zu weit außen anbremst, dann verabschiedet man sich direkt. Die Strecke ist zwar sehr schnell und macht viel Spaß, hat aber einige heikle Stellen. Und überholen ist hier wirklich sehr schwierig in den Kurven, wenn es dann nicht auf der Geraden geht. Wieder heftiger Verbremser von Bonzo, so wie, also da qualmt es ordentlich, wenn wir mal gucken.
dass wahrscheinlich immer irgendein Rad komplett entlastet. Oh, da haben wir Gunny gegen, ich weiß gar nicht, wer das jetzt war, ich glaube ein BMW. Muss ich mal gucken. Oh, Cyrano steht hier in der Hanabel. Ja. Wer? Da hinten ist noch jemand neben der Strecke. Also das sah mir eher aus nach einem Auffahrunfall. Also wir haben auch gar keine Zeit hier das Replay zu gucken, weil sonst verpassen wir hier alles. Hier haben wir noch Fuga gegen Babbo, Seat gegen Seat. Davor haben wir Pim Cohn, der da jetzt angeschoben wird von Fuga. Also wie immer geht es hier richtig ab. Jetzt noch mal mehr wie im zweiten, im ersten Lauf. Wahrscheinlich haben die Fahrer jetzt ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie das ist im Rennen mit Gegnern, die auf dieser Strecke richtig. Oh, da fahren sie sehr eng durch diese erste Kurve, durch diese erste Schikane. Haben wir da Fuga dabei und Babbo, also ganz enge Kiste, da ist noch ein Volvo dabei und ja, jetzt hier ordentlich durchkommen. Das ist das ein Volvo? Nein, das ist Lothar im schwarzen BMW. Ist natürlich jetzt mit den neuen Skins muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber wer hätte gedacht, dass Lukas Möllmann vorne das Feld anführt, also gerade im Honda. Ja. Der eigentlich nicht so stark schien hier. Jetzt auf jeden Fall muss er sich erstmal absetzen, denn von hinten lauern schon die BMWs und die Seats. Die kommen da nämlich schon angefahren. Mit Mad Max zum Beispiel, Degen kommt da. Also ich muss sagen, die Strecke ist für beide, also für die Front- und Hecktriebler, geeignet. Also da tun die sich jetzt nichts gegenseitig. Kein Wagen hat hier jetzt einen Vor- oder Nachteil. Gut, klar, du hast das Übersteuern bei den Fronttrieblern und das ausbrechende Heck bei den Hecktrieblern, gerade in diesen langsamen Kurven, wenn es da wieder ans Rausbeschleunigen geht, in dieser Haarnadel zum Beispiel. Beim Anbremsen steht er dann auch ein bisschen quer, auch jetzt hier in dieser Kurve. Da muss man gucken, dass man den Fronttriebler schön um die Kurve wirft und der Hecktriebler, der muss dann aufpassen, dass er nicht zu heftig anbremst und sich da mit dem Heck da ist weghaut. Ganz weit in der Strecke gewesen. Wie ein Volvo, da kann ich jetzt nicht drauf gehen, weil der schon überrundet ist. Glaube ich. Und hier auch enge Kiste. Mad Max sah gegen Scooter One. Das ist der Kampf um die, ich weiß es gar nicht. Kannst ja auch nicht sagen, gerade. Oh. Weil der Scooter war, glaube ich, zu weit zurückgefallen, kann das sein? Jetzt erstmal kriegt er ein paar Titscher. Dritte Position. Ich glaube, gerade war er noch. Ja, da hat er wieder einen Platz verloren. Genau, da hat sich RW Motorschaden vorbeigemogelt und da muss er jetzt gucken, dass er nicht von Mad Max Sada auch noch überholt wird. Der ist da dran. Es ist, wie gesagt, eine schwierige Stelle. Das sieht jetzt aber relativ gut aus. Oh, eng, aber da muss man mit Ellbogen vorbei. Mit der Brechstange. Sehr faires Manöver, sehr fair von Mad Maxer. Ja, aber also Brechstange würde ich nicht sagen. Also Scooter One, der hat auch nicht Scooter One mit Licht an. Also da braucht er sich jetzt nicht ärgern. Das war ein sehr sauberes Manöver von Mad Maxer. Oh, und da verbremst sich Scooter One leicht. Leicht ist gut. Aber kriegt den Wagen da auch wieder unter Kontrolle, aber wie gesagt, sauberes Manöver von Mad Max, ja, der hat dagegen gehalten, anders kommt man in dieser Kurve auch gar nicht vorbei und ein bisschen Lackaustausch ist okay. Jetzt mal gucken, dahinter ist auch noch eine enge Gruppe mit Lothar, Cyrano und Fuga. Jetzt bin ich mal gespannt, was die hier machen. Cyrano hat sich da zumindest schon mal im Spiegel blicken lassen von Lothar und da kommt er eben nicht vorbei. Ja, vielleicht jetzt neuer Versuch hier, sehr schöne Windschattenspiele, also die WTCC-Wagen, die Serie gefällt mir unheimlich sehr, unheimlich sehr, schönes, schöne Wortkombination, weil es halt hier so eng aneinander geht, eng zur Sache geht und Windschattenfahren ist hier ein Muss, aber bringt nicht so viel Vorteil. Muss schon gucken, dass man hier irgendwie vorbeikommt und so, und das zeichnet die Serie aus. Hier wird ja auch kein Originalkalender gefahren. Auch kein original Skins mehr. Ja, aber selbst wenn es original. Ja, also ich glaube, selbst wenn es die Originalstrecken sind, wäre die schon ein bisschen weniger, weil die Originalstrecken sind wesentlich größer.
weil die Originalstrecken sind richtige Rennstrecken, weil das hier kann man eher als, naja, nicht als Rennstrecke unbedingt, es kommt schon fast wie eine Kartbahn rüber. Ja, aber es macht auf jeden Fall unheimlich Spaß, mit dem Karren hier auf dieser Strecke zu heizen. Ich habe es auch mal versucht, glaube ich, gerade mal eine 55er Zeit hinbekommen. Ich glaube, die Zeiten liegen ja auch bei maximal 54. Ich weiß nicht, ob jemand eine 54 geschafft hat. Oh, Verbremser da von Cyrano, jetzt versucht das innen. Ja, kommt ja also durch. Das ging gerade noch mal gut. Dass er da mit so einem Verbremser da durchkommt, das ist schon Wahnsinn. Aber jetzt Lothar versucht's, aber vor Startziel ist es eigentlich unmöglich, hier zu überholen. Und jetzt Lothar. Ja, Ah ja, genau, also da hat Cyrano ein bisschen ruhig angehen lassen. Lothar hatte da auch einen Schubser bekommen von Babbo, vielleicht hat ihm das ja geholfen, war gerade beim Hochschalten. Zack, kriegt er einen drauf. Bisschen Schwung, wobei ich glaube, das wäre von Nachteil. Jetzt nochmal der Versuch von Cyrano wieder an der gleichen Stelle, wo er vorhin versucht hat. Klappt nicht, jetzt vielleicht wieder auf der langen Geraden, Fragezeichen. Mal schauen. Also die fahren da wirklich an Reih und Glied. Und ja, ist auf jeden Fall schön anzusehen. Vielleicht können wir mal onboard drauf gehen bei Cyrano. Der hat ja dann wirklich vorne und hinten, muss er sich da wehren. Ja, so also sieht man schön jetzt hier. Ah, ich hab's nicht gereicht. Oh, außen. Oh, schön. Schöne Sache. Das wird jetzt eine ganz enge Kiste hier, aber Lothar, der ist innen und Cyrano kann jetzt hier nur versuchen. Ah, das schafft er nicht, da hat Lothar geblockt. Da kam er nicht schnell genug innen vorbei. Jetzt aber allerdings Babbo und wir haben da noch einen anderen Wagen. Wer ist das? Bonze, der hat sich da auch mal eben dazugesellt und von hinten auch noch. Weiterer Seat, ich kann gerade nicht erkennen, welcher das ist. Wieder querstehende Räder hier, blockierende Räder auch in dieser Haarnadel. Aber das hier ist mit Sicherheit eine richtig spannende Gruppe. Ich weiß nicht, ob es woanders auch so abgeht, aber hier drauf zu bleiben, das ist echt ein Genuss zuzuschauen. Das ist fahrerisches Können, Höchstleistung. Wir sehen es, versucht hier. Ah, Matze ist auch wieder am Start. Ja, Matze, da war dein Internet wohl weg. Ja, nicht das Internet, der Router, kein Signal mehr. Also ich war gerade draußen, habe gesehen, dass bei uns nebenan eine Wasserleitung geplatzt ist. Da sprudelt das Wasser aus dem Asphalt. Ja, wollen wir mal hoffen, dass da nichts weiteres passiert. Ja, wollen wir hoffen, dass jetzt hier nichts passiert. Cyrano versucht es außen an Lothar. Jetzt kann er innen vielleicht vorbeikommen. Und ja, da gab's dann eine leichte Berührung. Ich habe es nicht sehen können aus der Kameraposition. Auf jeden Fall eine Berührung. Ja, da hat er einen Spurwechsel versucht. Also, von außen nach innen. Lothar war wieder vorbei und dann dreht Cyrano ihn weg. Also sieht für mich aus, als wenn er ihn wegdreht. Es sieht, ja, also da hatte auch Lothar keine Chance, denn da war, Pint Konen war da noch, stand da zur Überrundung an und da musste Lothar natürlich ausweichen, weil er genau auf der Linie war, wo er da beschleunigt. Wie gesagt, die BMW stehen da leicht quer beim Rausbeschleunigen und dann, ich weiß nicht, ob Cyrano da wirklich noch eine Chance gehabt hat, auszuweichen. Sicher hätte er da auch ein bisschen nachgeben können, aber gerade da ist es wichtig, früh auf dem Gas. Ich glaube nicht, dass er sich ja, aber man geht hat. Da ja, man erwartet es ja nicht, Man versucht ja mal früh auf den Gas zu gehen hier in dieser Kurve, um möglichst schnell rauszubeschleunigen, besser rauszubeschleunigen als der vor einen, denn man muss den Vorteil nutzen, dass man sich da heranbremsen kann und schneller beschleunigen kann, beziehungsweise Schwung in die Kurve mitnehmen kann, mehr als der Vordermann und den dann irgendwie zu kriegen hier auf der Geraden. Und jetzt sehen wir hier, Cyrano versucht's. Und da haben wir einen Seat noch neben der Strecke gehabt. Da ist auch noch jemand im Weg. Verbremser. Und da ist ein roter, ist das ein Honda? Ein roter ein Honda BMW. Gewesen. Der BMW wird überrundet. Ein roter BMW. Achso, ja, das könnte... Ich weiß gar nicht, wer das war. Oh, und ich glaube... Ja, Babbo ist gerade von der Strecke abgekommen. Hat sich da in der ersten Kurve verbremst. Eine böse Stelle, also die Seats neigen da eher zu ins Kiesbett abzufliegen, während die BMWs dazu neigen, wenn man zu früh auf dem Gas ist, sich da wegzudrehen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Also die Seats haben eindeutig das Untersteuern, die BMWs dann das Übersteuern. Wobei, ich
Bei dem 8 Runden haben wir jetzt hier noch. Ich bin ja selber im BMW gefahren, so extrem ist das gar nicht, wenn man mit Traktionskontrolle und alles sowieso öfter schon mal ausfährt. Also ist gar nicht anders. Wenn man mit Gefühl am Gas geht, dann ist das alles kein Problem. Ja, aber Traktionskontrolle ist hier verboten, genauso wie ABS, soweit ich weiß. Also, Nero zieht einfach wieder auf den Weg auf. Wow. Oh, da hat Serrano aber Glück. Also, das war echt eine Aktion. Gut, da hat er nicht kommen sehen, aber so auf die Strecke kann man ja nicht zurück. Hätte Serrano da nicht so eine gute Reaktion gehabt, dann wäre ihm da voll drauf geknallt. Dann gucken mal, was vorne abgeht. Vielleicht mal eben kurz vorne die Gruppe einfangen. Es führt nämlich RW Motorschaden. Der ist vorbeigegangen an Lukas Möllmann. Also, sieht ja noch danach aus, haben wir auf zwei Lukas Möllmann. Wenn Lukas Möllmann und RW Motorschaden aufs Treppchen kommen, wenn da von hinten jetzt nichts noch kommt. Nichts mehr. Ja, kommt. Wen haben wir denn da hinten? Vielleicht mal gucken. Ich glaube, ja, Mad Max da ist es. Der hat ja auch einen Mad Max sah, also Scooter Bonn ist da noch weiter zurückgefallen. Der ist da richtig nach vorne geschossen. Man konnte ihn da am Rand sehen. Das braucht er auch für die Meisterschaft. Führt ja in der Meisterschaft und wenn er hier auch wieder sich vor Scooter Bonn behaupten kann, dann müssen wir mal warten. Dann wird er auf jeden Fall in Führung bleiben. Führt, wie gesagt, mit 4 Punkten in der Meisterschaft vor Scooter Bonn. Das ist wahnsinnig eng. Und jetzt vielleicht mal nochmal gucken wollen, wer ist denn dahinter? Wer ist denn auf Platz 4? Scooter Bonn. Ist auf Platz 4. Scooter Bonn, ganz genau. Scooter Bonn. Und dahinter haben wir... ohne Frontstoßstange. Oh. Aber der ist nicht dahinter, der ist wohl noch weiter hinter. Überrundet. Ja. Dahinter haben wir Pinkkonen. Auf der 5, wenn ich das richtig gesehen habe, ja. Der vorhin ja in diesem Vorfall verwickelt war. Also, keine Ahnung, ob der wirklich da vorhin überrundet wurde oder nicht. Pincone kämpfen. Oder ich glaube, Pincone ist von der Checker. Ja. Dass Degen vorbeigehen konnte, irgendwie sowas. Ich habe das nicht genau mitbekommen. Ja, vorhin, wie gesagt, die Situation da mit Serrano war ja auch Pincone mit ein bisschen verwickelt. Was der da zu dem Zeitpunkt zu suchen hatte, weiß ich jetzt gar nicht genau. Jetzt gucken wir mal. Auf jeden Fall hier spannende Dreiergruppe Degen. Pinkkonen, Serrano ist da jetzt auch bei. Oh, jetzt wird er sogar noch weggerannt von Serrano, also das war keine schöne Aktion. Da lässt man normalerweise wieder den zu Schaden gekommenen Fahrer vorbei. Also, ja, also da hat er voll auf die Ecke drauf gehalten. Das ist wieder vorbei, glaube ich. Oder? Ja, also auf jeden Fall. So, also müssen wir mal gucken. Vorbei. Das ist normal nicht so, dass man dann einfach durchfährt, sich so unfair vorbeimogelt. Boah, und jetzt auch wieder Lackaustausch und das ist das Revanche-Foul genau. Von Pinkkonen. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich das Serrano beiseite. Gut, dann wird natürlich ein Nachspiel haben. Da ist jemand abgeflogen. Und das war? Metzger, ja genau. Im fährt er dann Volvo. Genau, Volvo. Ja, im Volvo. Aber leider ist er noch nicht so schnell. Ja, 4 Runden haben wir noch. Ja, und das ist ja wie gesagt hier die Sache, wenn man im Kiesbett feststeckt, kommt man mit dem Wagen schwer raus. Und jetzt wird's hier nochmal spannend. Pinkkonen, Serrano. Und vorne auch Lukas Möllmann gegen und ja, das ist der Kampf um die zweite Position und das könnte nochmal eng werden. Aber wenn die da jetzt beide Mist machen, dann war's das mit dem Treppchen. Aber natürlich braucht Mad Max auch die Punkte, weil das würde auch locker reichen für Lukas auf dem dritten Platz. Normal, richtig, also Mad Max würde auch locker... Der allerbeste Honda, ja, Mad Max kann auch auf dem dritten bleiben. Der... ja, ist auf jeden Fall super war. Dabei. Also ist der allerbeste Honda in der Serie jetzt, die beste Position für Honda. Glaube ich. Ja, ansonsten haben wir ja noch, wie gesagt, Atze im Honda dabei. Ich weiß nicht, ob GT-Klon heute mitfährt. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber dabei ist er nicht. Der fährt jedenfalls auch nochmal einen Honda. Ansonsten weiß ich nicht, was die Chevys machen. Wenn wir vielleicht nochmal kurz ins hintere Feld gucken können, ganz kurz hin switchen, um einfach mal zu sehen, was hinten Atze los ist. Immer noch unterwegs. Also der der wird auch durchfahren, der wird den Teufel tun, in die Box zu gehen. Das macht dann eh nichts mehr aus. Jones, hier sehen wir zum Chevy. Beispiel einen Chevys.
Genau, also fährt immer noch mit BOTR Tech Best of the West. Die anderen beiden Chevys sind dann, wie gesagt, muss von. Da jetzt aber gegen Formel 1 2009 werden. Oh, cuttet da jetzt aber auch ordentlich. Ja, und da gibt's eine Berührung. Also, das war jetzt eine Stelle oder ein Überholmanöver, wie man es nicht machen sollte. Ja, gehen wir nochmal kurz weiter nach vorne, bevor wir hier gleich in der letzten Runde die spannenden Positionen außer Acht lassen. Da haben wir noch Zange, ja, Fuga. Ja, für den läuft's nicht gut. Sven 80. Das ist Sven 80, genau. Und der kämpft da zusammen gegen, wer ist das? Foxfire, genau. Gehen wir mal weiter nach vorn. Gucken wir mal, was da jetzt noch abgeht. Hier haben wir noch vielleicht können wir uns wieder unsere Lieblingsgruppe. Bonze, die sich da noch so ein bisschen. Ja klar, beide mit Fehler. Ansonsten schauen wir noch mal. Babo wird sich ärgern, schlechter Start. Surano, dann war er gut dabei und dann fliegt er auch noch ab. Aber hier sehe ich gerade Scooter Mann und Degen. Oh ja. Oh, also das fand ich jetzt auch nicht gerade in Ordnung. Degen fliegt da Scooter Mann einfach beiseite. Das sind, aber lässt ihn wieder vorbei. Und das ist teamintern. Lässt ihn da wieder vorbei. Wenn man so will, clanintern. Genau. Also die sollten das eigentlich unter sich regeln können. Das war jetzt das, was ich gesagt habe. Normal lässt man dann den dadurch zu Schaden gekommenen Fahrer vorbei. Und Colbinho hat sich da gerade in die Mauer verabschiedet. Das hätte Serrano eigentlich auch gerade machen müssen. Ich weiß nicht, ob er da jetzt so egoistisch war, die Position zu halten. Oder was da war. So, und schauen wir doch mal, wer gewinnt. RW Motorschaden gewinnt das Rennen. Genau jetzt vor Lukas Möllmann und Lukas Möllmann wiederum vor Mad Max sah. Dann kommt Scooter One, Degen, Serrano, Pinconen, Nero ist das, glaube ich. Wen haben wir da? Corvinio, Matt, Lothar, Ganni, Babbo, Foxfire und Sven, Speedlink, Fuga. Dann ist erstmal eine Lücke, Zange, Executioner, Mike 67. Wieder eine große Lücke. Aber dann Mirko, Formel 1 2009, Jones, BOTR, Atze, HW, Corvinio, Sashi, Metzger, vier Runden drauf, GT-Clone raus, Sven, Broki, ebenfalls ausgeschieden in diesem Rennen. Ach, guck mal, da ist der Clone sogar mitgefahren. Wobei wir natürlich dazu sagen müssen, dass es bis Position 15, glaube ich, Punkte gibt. Also nicht nur bis Position 8, sondern hier fairerweise, und es freut natürlich auch jeden, der mitfährt, bis Position 15 gibt es hier Punkte. Ich weiß gar nicht, wer der unglückliche 16. ist. Aber tolles Rennen auf jeden Fall. Glückwunsch für RW Motorschaden. Ich weiß nicht, ob er schon einmal gewonnen hat. Ich glaube nicht. Auch klasse Rennen von Lukas Möllmann, der hier mit seinem Honda wirklich alles gezeigt hat, was geht. Hart an der Grenze. Aber natürlich auch Mad Max wieder überragend an diesem Wochenende. Also wirklich gute Positionen. Also war wieder heftig heute. Bin ich mal gespannt auf die nächste Woche. So, da kommen die Fahrer in die Box. Also war wieder sehr spannend heute. Nächste Woche, ich weiß gar nicht. Ja, vielleicht können wir nochmal eben die Einblendung machen. Kann ich dir gleich sagen, welche Strecke kommt. Das ist der 7. Meisterschaftslauf und der wird in Sebring gefahren. Also eine sehr schöne Strecke Sebring, kurze Version. Jetzt vielleicht nochmal eben hier, ich weiß nicht, ob man schon jetzt sehen kann. Ah, hier ist schon der Service, sonst hätte man da vielleicht nochmal das Endergebnis sehen können. Aber wenn ihr wissen wollt, das Endergebnis www. Jetzt weiß ich gar nicht, wie die Seite genau heißt. Bullets minus on minus the speed oder irgendwie so, ich kann es auch nicht auswendig. Genau, www.bullets-on-street.de. Da gibt es das komplette Ergebnis und auch die Meisterschaftswertung. Ja, spannendes Rennen, auf jeden Fall das zweite Rennen war nochmal spannender als das erste und ja, hatte alles, was eigentlich so ein WTCC-Rennen braucht. Viele Überholmanöver, ein paar Rempler. Aber ansonsten wird es da hoffentlich nicht so viele große Diskussionen jetzt hier um dieses zweite Rennen geben. Wir freuen uns auf jeden Fall auf nächsten Montag, wenn dann in Sebring gefahren wird, in den USA. Ja, gut, Matze ist wieder weg, der kriegt es heute gar nicht mit seinem Internet hin.
Jetzt bleibt noch zu sagen, im Anschluss natürlich das Relive von Rennen 1 und Rennen 2. Ja, und dann hören wir uns am Donnerstag wieder mit der BMW M3-Meisterschaft. Der, ich glaube, dritte Lauf müsste das sein. Richtig. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, schönes Rennen. Auch nochmal Gratulation an die JSR-Jungs, die hier das erste Mal mitgefahren sind und sich tapfer geschlagen haben mit dem Chevrolet Lassetti. Aber auch, wie gesagt, Dankeschön an alle anderen Fahrer. Hat riesen Spaß gemacht wieder. Genau. Ich weiß nicht, bist du jetzt, ich glaube, Tobi ist jetzt rausgeflogen oder er sagt nichts mehr? Nein, ich bin da. Ach so. Ich habe gerade nur im Chat geschrieben, also da haben wir wieder Balzverhalten geschlechtsreifer Großstädter. Kaum ist mal ein weibliches Wesen im Chat, wird da hier gleich wieder gebalzt, ohne Ende. Gut, so viel dazu. Also ihr wisst ja Bescheid. Hier Sven 80 schreibt gerade noch in den Chat, yeah, einen Punkt geholt. Also wie gesagt, fürs erste Rennen gar nicht mal so schlecht. Und jetzt, wie gesagt, das Relive. Jetzt noch ein kurzer Trailer zum 12-Stunden-Rennen nächsten Samstag am 18.07. Und wie gesagt, wenn ihr da mitfahren wollt, 3 Cockpits sind noch frei, 2 in Gruppe 4 und ein Cockpit in Gruppe 1. Also, würde mich freuen, wenn die auch noch belegt werden. Guckt euch einfach mal den Trailer an. In diesem Sinne, schönen Montagabend noch, guten Start in die Woche. Hattet ihr hoffentlich heute. Es sind nur noch 4 Tage bis zum Wochenende. Bis dahin, tschüss und bye bye.